Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Also, ich fange direkt an. Galaxiekarte. Letzte Folge haben wir viel gequatscht mit dem Schiff und so. Wir verlassen das. Bellowen wird immer noch angegriffen. Warte mal. Ah, genau. Das ist gefährlich, wenn ich was scanne. Treffen mit den Diplomaten. Citadel. Was haben wir hier noch? Die Studenten retten. Wir retten ganz kurz die Studenten. Ja, ich habe dann eine Nachricht gekriegt. Ich habe dann eine Nachricht gekriegt, dass da Studenten scheinbar gerettet werden, aber es ist ein gefaktes Signal. Wir werden die jetzt alle retten, bevor da irgendwas Böses passiert. Und dann erst später werden wir zum Gipfeltreffen gehen, wo wir die Kroganer dazu überreden. Ich will das jetzt mit Edie mal ausprobieren. Und Garrus an meiner Seite ist immer gut. Ja. Für alle, die nicht wissen, wer Edie so ist, letzte Folge gucken. Kann ich hier noch was verbessern? Er hat wahrscheinlich keine Beeinträchtigung. Jawohl. Und hier noch was. Ich habe 3 Module. Ah, mehr Munition. Ich wollte das Scharfschützengewehr aber so oder so wechseln, weil ich bin damit nicht zufrieden. Und zwar das hier. Gut. Munitionstechnisch. Schauen wir mal. Mehr Munition ist wichtig. Das ist eigentlich alles. Garrus, mein Freund, du kriegst hier auch. Mehr Schaden. Den kriegst du auch drauf. Kann ich nicht noch? Ah. Okay, dann wollte ich Blutbad noch verbessern. Aus zeittechnischen Gründen machen wir die 2-mal. Und dann Wirkungsradius Schaden. Ich will den Schaden erhöht haben. Ich setze es häufig gegen ganz starke Ziele ein. Macht handlungsunfähig. Aufladungstempo, das ist gut. Verteidigungsmatrix, was ist das denn? Unabhängige KI, wir machen das mal hoch. Gruppenbonus, Kraftschaden, Gesundheit und Schild, jawohl. Attackschaden, Waffenschaden. Gruppenmitglieder, Schildaufladung ist gut. Mal die Verbrennung hoch hier. Nicht ganz. Und so. Ich lasse es mal so stehen. Ich will es nicht groß. Turianischer Rebell. Na gut, stellen wir halt alles kurz ein. Was haben wir hier? Waffenschaden 40%. Die haben da keinen Leerschlag gemacht bei den 40. 20% mehr Gesundheit und Schild. Wir machen Waffenschaden. Moment. Das ist nicht. Ich will ihm noch ein bisschen Gesundheit geben. Ich sehe, er hat sehr, sehr wenig Gesundheit. 40 ist zwar mega viel, aber er hat zu wenig. Mehr Kraftschaden. Sturmgewehr. Er benutzt häufig ein Sturmgewehr. Und 60% mehr. Ja. Sehr gut. Dann Annäherungsmine. Ich brauche häufig seinen Betäubungsschuss. Ich will, dass der schneller wieder ready ist. Mehr Kraft, sehr schön. Nein, wir machen Aufladetempo. Gut. Na dann, auf geht's. Die Studenten retten. Das sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens 1 Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy, hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten.
Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß. Sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen Ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Shuttle in Position halten. Wir kommen zurück. Na dann. Ganz kurz kontrollieren, wer welche Waffe hat. Sehr gut. Los geht's. Der eine liegt schon. Wow. Garrus! Der kann jetzt auch nicht mehr helfen. Das ist zu. Hier geht's weiter. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind Sie denn? Weniger als 20. Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Was ist mit Anderson? Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja, wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Was ist mit den Studenten? Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Das ist ein Anfang. Und let's go. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orionhalle. Ich will dem helfen. Warum kann ich nicht? Nein, er lässt die nicht fallen. Was glaubst du hier? Komm, Freundchen. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Du hast gehört. Dann holen wir sie. Die andere Seite ist nichts, was? Brauche ich nicht. Das muss alles schnell gehen hier. Brauche ich nicht.
Ich will den einen retten, den sie da weggezerrt haben. Das kann ich so nicht. Nein. Ja, mal da. Schlag auf Gyrus. Wow. Kann man die nicht verbrennen? Ach du Scheiße. Wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Alles klar. Und das nehmen die mit. Wir rüsten es aber noch nicht aus. Ich gucke mir das an einem anderen Zeitpunkt an. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Was haben wir hier alles? Bleiben Sie zurück! Ich... Verdammt, sie ist verletzt, die Brotte. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja, ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Gut, wir gehen direkt weiter. Ich muss alle retten. Spind, öffnen. Gut, dann wieder mal Credits. Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orion-Halle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei Ihnen, aber Sie halten nicht mehr lange durch. Dann retten wir die. Wir retten alle. Jack! Shepard! Ach du Scheiße. Wir sind dran, wir sind dran. Kriege ich die Öffnung da nicht irgendwie klein? Ups. Das war nicht die Absicht. Oh, Mann. Oh. Ich kann mit meinen Fähigkeiten, die ich hier habe, nichts machen. Ich will den verdammten Schild wegkriegen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, der kommt. Die da hinten kann aber rennen nicht. Whoa.
Von wo? Ah, da. Ich probier's. Du kannst so viel rauchen, wie du willst hier. Ich kümmere mich später. Der war nicht gut. Mit den Kameraden. Jetzt. Halleluja. Bye bye. Wo ist der Rest? Kelly hat gesagt, sie sendet ein Notsignal. Aber dass gleich der Pfadfinderkönig auftaucht. Verstärker checken. Prangley, die Felder waren schwach. Cerberus legt sich nicht aus Mitleid hin, wie ihr Date beim Abschlussball. Jeder isst einen Energieriegel. Weiter in 5. Verdammt! Ich sagte doch, sie sollen Cerberus nicht trauen. Ich weiß. Damit sagen sie mir nichts, was ich nicht schon wüsste. Schuldgefühle. Scheiße, das wird sich ja alle beruhigen, die Cerberus schon umgelegt hat. So charmant wie immer. Schön, Sie wiederzusehen. Ihr Gesicht ist immer noch scheiße. Okay, im Moment will ich hier nur meine Leute rauskriegen. Ihre Leute? Ja, sieht so aus. Gut. Ich glaube, niemandem liegen diese Kinder mehr am Herzen. Ich hatte Freizeit, während Sie den Helden gespielt haben. Die Lametta-Träger der Allianz haben mir den Posten angeboten. Und die Studenten reagieren gut auf meine Lehrmethoden. Die Psychobiotikerin! Dich mache ich fertig! Rodriguez, Sie haben ja nicht mal eine Chance gegen nasses Klopapier. Cortez, ein Exfiltrationsteam. Der Cerberus-Kreuzer kommt zurück. Wie lange haben wir? Höchstens 2 Minuten, Commander. Danach kommen wir nicht mehr an ihn vorbei. Fliegen Sie zur Normandy. Wir kommen irgendwie anders von der Station runter. Verstanden. Viel Glück, Sir. Shepard und Sanders, Studenten sind sicher, aber Shuttle nicht möglich. Verstanden. Es gibt einen anderen Weg raus, aber dann brauche ich stationsweiten Kamerazugriff. Deaktivieren Sie die Cerberus-Sicherheitskontrolle. Sie führt durch die Orion-Halle. Muss also in der Nähe sein. Ja, Munition wäre nicht... Wir sollen uns Kamerazugriff aus dieser Station rausbringen. Wir müssen die Cerberus-Shuttles erreichen. Der Kreuzer wird freundliche Schiffe nicht automatisch angreifen, also haben wir eine reelle Chance zu entkommen. Geben Sie mir Zugriff auf die Kameras, dann finde ich einen Weg zu den Shuttles, ohne dass Cerberus sie in die Enge treiben kann. Aber natürlich, sag doch nicht sowas. Tut mir leid. Unglaublich, dass wir so zusammengearbeitet haben. Da sie jetzt beide sind, haben wir vielleicht... Ja. Das gucken wir alles später an. Hey, sagen Sie es mir, wenn wir wissen, wie wir von hier wegkommen. Ja, auf Wiedersehen. Bleiben Sie hier, wir bringen Sie raus. Gut. Die gute alte Jack. Fluch noch eins, wo ist ein Laptop? Ja, es ist schön, dass du mir anzeigst, wo ich einen Laptop finde. Ist das ein Laptop? Das ist ein Laptop, richtig? Na, Halleluja. Sanders, Sie müssten jetzt Zugriff haben. Positiv. Der schnellste Weg führt durchs Atrium, aber Cerberus hat die Türen abgeriegelt.
Sicherheitsschlösser deaktivieren. Die Steuerung dafür müsste sich direkt über der Tür befinden. Ja, mach ich gleich. Zuerst mal alles nachladen. Manual Overrides finden. Wie ich das hasse. Dinge suchen. Ich bin kein Pfadfinder. Das ist nichts gegen Pfadfinder, aber... Wie geht's deinem Verstärker? Hab sie. Jetzt müssten sie die Tür aufdrücken können. Ich werde vor ihnen bei den Shuttles sein und zwei davon startklar machen. Gut. Ich nehme Edi das nächste Mal nicht mit. Ich brauche eine andere Biotikerin. Bereit machen! Wir gehen rein und ziehen ihr Feuer auf uns! Wir sind im oberen Geschoss und behaken diese Typen von dort. Gut, das nimmt die Studenten aus dem direkten Beschuss. Gehen Sie kein Risiko ein. Gutes Timing und in Deckung bleiben! Okay. Ich habe euch nicht ausgebildet, damit ihr jetzt drauf geht. Kopf runter, Ziele auswählen. Studenten der Grissom Academy, die Station ist abgeriegelt. Die Allianz kann sie nicht retten. Sie werden sterben. Aber wenn sie sich friedlich ergeben, geschieht ihnen nichts. Pff, Arschloch. Verdammt, sie funken alle an. Studenten, Universalwerkzeuge auf Privat schalten, sonst wissen die, wo sie sind. Was ist, wenn sie nicht lügen? Sie schaffen das. Sie haben sich bereits gegen Cerberus behauptet. Eine der Besten hat sie hierfür ausgebildet. Los, Rodriguez. Die sind nur freundlich, weil sie im letzten Kampf verängstigt haben. Packen Sie Ihre Eier aus und machen Sie sie fertig. Jawohl, Ma'am. Los geht's. Na, also dann. Ich will aus diesem Loch raus. Komm, 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 los. Ah, nochmal einer. Scheiße. Die Schilde geben mir ziemlich auf die Eier. Nicht zu sagen, ja. Der war knapp. Irgendjemand, der die Schilde wegkriegt. Bereit zum Einsatz? Ja, verdammt! Was? Die haben auch Schilde? Willst du mich verarschen? Ah, die haben ein Modul im Hintergrund. Scheiße. Ich mach nur kurz ein Schild, Junge. Die haben viel gebracht. Ja, super. Ich muss früher hier hoch. Oh Mann. Also gut, wir machen das in der nächsten Folge, denn ich sehe, die Zeit rennt uns davon. Ich freue mich auf die nächste Folge von Mass Effect mit euch und dann reißen die Cerberus den Arsch auf und retten diese Studenten. Ich freue mich drauf. Bis dann.